Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat einen schwachen Start in die neue Handelswoche erwischt. Gestern Vormittag hielt sich der DAX noch recht stabil, am Nachmittag rutschte er dann deutlich ab. Am Ende lag der DAX bei 15.768 Punkten. Das ist ein Minus von etwas mehr als 1,1% bzw. 179 Zählern. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Ja, Viola, der Start in die neue Woche ist also missglückt. Wie stehen denn die Chancen auf eine Gegenbewegung heute? Guten Morgen aus Frankfurt. Sieht gut aus mit der Gegenbewegung. Wir rechnen mit einem Erholen, also mit einem freundlichen Auftakt hier in den zweiten Handelstag, nachdem es gestern ja ein ganzes Stück abwärts ging. Es ist eine Zitterpartie im Moment. Die Anleger haben Angst vor weiteren Zinserhöhungen, also weitere zu denen, die man ohnehin schon erwartet hat. Also sprich, dass die US-Notenbank das Tempo dann nochmal anziehen könnte. Diese Angst gibt es seit der vergangenen Woche und mal mehr, mal weniger kommt davon durch. Letzte Woche hatten wir ja noch die US-Jobdaten. Diesen Mittwoch gibt es aus den USA dann die Inflationsdaten. Auch da erhofft man sich natürlich so eine kleine Idee davon, wie es denn jetzt weitergehen könnte mit der Geldpolitik der US-Notenbank. Ja, und diese Zinsängste, die haben gestern zeitweise besonders die Tech-Werte in den USA in den roten Bereich gedrückt. Das hat dann bei uns eben auch negativ auf die Stimmung eingewirkt. Dann haben aber später die Tech-Werte sich noch in den grünen Bereich rein retten können. Und auch der Dow Jones hat sein Minus reduziert. Aber das hat uns dann natürlich nichts mehr geholfen. Da wurde bei uns nicht mehr gehandelt. Aber was von diesem doch schon halbwegs Stimmungsumschwung könnten wir jetzt eben zum Start in diesen neuen Handelstag mitnehmen? Denn man hat gesehen, zu den niedrigeren Einstiegsniveaus sind dann doch wieder Schnäppchenjäger in den Markt gekommen. Aber die Stimmung bleibt natürlich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig, weil man erstmal abwarten will, welche Signale die Inflationsdaten setzen. Und am Freitag beginnt in den USA wieder die Berichtssaison. Also es ist mit Vorsicht zu genießen im Moment, aber für den Start rechnen wir heute Morgen trotz einiger schwachen Börsen heute Morgen in Asien beim DAX erstmal mit einem freundlichen Start. Dann freuen wir uns doch erstmal auf Kursgewinne. Vielen Dank, Viola. Ja, soweit dazu der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute der TecDAX. Der TecDAX hat sich gestern noch schwächer präsentiert als der DAX. Der Technologieindex sauste 3,3% in die Tiefe und markierte damit ein neues 3-Monats-Tief. Aus technischer Sicht könnte es jetzt aber zu einer Gegenbewegung kommen. Ein erstes Ziel stellt die 200-Tage-Linie dar. Sollte der Kurs darüber steigen, rücken die nächsten beiden Marken in den Fokus. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse, fürs Zusehen und bis morgen.